liebe Rügner, Rüganer und liebe Gäste, ich durfte am Wochenende in Dresden bei Roland Kaiser sein. Und dieses Lied hat bei mir Gänsehaut ausgelöst. Also, es brennt noch Licht am Horizont, hat er gesungen. Und das Böse hat noch nicht gewonnen. Wahre Worte von Roland Kaiser. Das Böse hat noch nicht gewonnen und wird auch nicht gewinnen. Nein, ich glaube, er hat sich ein bisschen Weg geändert. Ich glaube, er hat schon begriffen, was Sache ist. Ja, ist gut. Aber ich war da, ne? Er ist schon ein bisschen anders geworden. Alles gut. So wie du ändern sich auch andere Menschen. Das liegt ja immer an unseren Erfahrungen. Das, was wir zu wissen bekommen, das können wir mit uns verinnerlichen, das können wir umsetzen und wer zu neuen Erkenntnissen kommt, lebt ganz anders. Ne? Ist nun mal so. Auch ich. Durch gewisse Krankheiten lebt man jetzt ganz anders. Ne? So. Dann singt er, nimm meine Hand, wir sind zwei, wir schießen höchstens am Ziel vorbei. Es ist richtig, wenn wir versuchen, noch jemanden mitzubringen. Dann werden wir viele. Und man kann nicht immer treffen. Aber dafür immer öfter. Weiter geht es im Text. Denn immer, wenn ich in deine Augen sehe, weiß ich, Liebe kann uns retten. Wenn ich in eure Augen sehe, dann weiß ich, wir können mit Liebe alles retten. Und dann singt er noch, immer wieder glaube ich daran, dass auch das Gute gewinnen kann. Der stete Tropfen hüllt den Stein und bald werden wir ganz viele sein. Und davon gehe ich mal aus. Ihr seht und hört, er hat es schon gewusst, was mal passieren will. Und das Lied ist schon einige Jahre alt. Und eines noch zum Schluss. Wenn der Hass die Wut berührt, die Wahrheit auf einem Seil nur balanciert, dann lass uns nicht stumm sein. Lasst es uns nicht egal sein. Denn diese Welt ist wunderschön. Diese Welt ist wunderschön. Also lass uns nicht stumm sein. Lass uns gegen Krieg, Verarmung der Menschen Gesicht zeigen. Lasst uns Gesicht zeigen, damit unsere Kinder nicht mehr in der Schule gefoltert werden von Lehrern und Erziehern. Damit das Gesundheitsamt diese unsinnigen Maßnahmen wie Maske und Tests anordnen kann. Lassen wir es nicht zu, dass diese Menschen unsere Zukunft zugrunde richten. Es sind nur Täter und diese Täter werden zur Rechenschaft gezogen. Einige gleich, andere etwas später. Vielen Dank.